So, hallo, hört man mich? Hallo. Hallo Freunde des Pokersports. Schönen Abend, herzlich willkommen zu Black Forest Poker, eurem RFID-Kanal für Homegames und alles andere zum Thema Poker im Wohnzimmer und drumherum. Da geht's schon direkt los bei uns. Direkt ein Abo, sehr gut. Hitman vom Tisch noch eben. Servus an die Zuschauer zu Hause. Servus an die Replay-Gucker auf YouTube. Das kommt ja auch wieder. Was haben wir denn heute? Samstagabend, 24. Februar, Episode 5. Wir haben super Line-Up für euch. Ich hoffe, man hört mich, aber das sollte eigentlich der Fall sein. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Poker-Action und alles andere erkläre ich dann wie immer, dann, wenn ich es erkläre. Viel Spaß heute Abend. Auf geht's. So, Musik machen wir mal aus und den Tisch machen wir gleich an. Dann hört ihr auch was. Und da hört man den Tisch. Jetzt muss ich nur noch den Tisch Bescheid sagen, dass die loslegen können. So. Also habe ich vielleicht ein bisschen zu laut gesprochen, Mick. Ich werde meine Stimme jetzt in Maßen reduzieren. Ich hoffe, es war nicht zu laut. So, Kardus blickt jetzt hoffentlich und fängt direkt an. Also kurzer Überblick über die Runde. Hier sehen wir schon Pharao auf der 2 und Vize auf der 3. Aber ich hatte halt gehört, dass ich einen Tag, also ich bin Mittwoch, also Dienstag operiert, Mittwoch früh auf dem Krankenhaus. Und jetzt Donnerstag mit der Physio. Jetzt habe ich gerade das Startsignal gegeben und jetzt weiß der Dealer, Cash and Bar, dass es losgeht. So, ich hoffe, der Sound ist jetzt in Ordnung, Mick. Ich habe gerade noch mal kurz ein bisschen angepasst. Wenn der Tisch zu leise oder zu laut sein sollte, müsst ihr mir kurz Rückmeldung geben. Ansonsten lasse ich das alles jetzt erstmal so laufen. Genau, auf Seed 3 der Vize heute. Seed 4 Pocahontas. Sieht man auch schon im Bilde. Seed 5 geht es dann gleich weiter, sobald die Action bei Ihnen ist. Genau, Vize ist bald nicht mehr Vize. Unser treuer Leverkusen-Fan hat ja dieses Jahr Glück offensichtlich und kommt vielleicht oder wahrscheinlich in den Genuss einer Meisterschaft. So wie es aussieht, sei ihm gegönnt. Hat er lang genug die Leidenszeit hinter sich als Vize-Anhänger. So, Pocahontas auf der 4, Kevin auf der 5. Neben ihm Brahmaroon. Auf der 7 Hitman und Supervic auf der 8. Pfeifenwix auf der 1 rundet unsere Runde ab. Ja, und da haben wir Omar, Pharao und Kevin, die Arbeitskollegen. Die werden heute die ein oder andere Hand gegeneinander spielen. Heute spielen wir ohne Abstimmung. Warum? Darum, weil ich das heute bestimme. Weil der Kevin war das letzte Mal ganz böse. Ja. Weil alle wollten immer nur ihn sehen. Behauptet er. Ja, eigentlich wollen alle nur Kevin nackt sehen, aber jetzt haben wir die Tassen. Also, wie ist das immer? Also, wenn es da so Statistik gibt, dann hat. Hand Nummer 2, genau. Cash and Bar hat jetzt leider schon weitergedrückt. Deswegen gibt es keinen Bericht von der letzten Hand. Kevin hat die erste Hand gewonnen durch sein Race und wir schauen uns jetzt einfach mal die Runde an, würde ich sagen, Hand für Hand, wie die Spieler dann so reinfinden. Ich glaube, die haben sich einiges vorgenommen. Kevin ist heiß heute, Maroon hat angekündigt, dass er heute richtig einen raushauen will und auch der Pharao hat gesagt, er hat richtig Bock auf Poker, alle schon lange nicht mehr am Tisch gesessen. Deswegen ist zu erwarten, dass heute einiges geht. Straddle gibt es wie immer. Den hat hier der Vize gelegt, Kevin eröffnet. Auf 75 und Brahmaroon mit dem Race, mit dem Min-Race, 1,50 mit Ass-König, interessant. Darf ich mir damit einen aussuchen? Das kostet. Das habe ich natürlich jetzt nicht kontrolliert, Holger. Sag mal die Kamera von oben. Sag mal die Kamera, Holger. Ja, da gab's wohl einen kleinen. Was ist das denn? Da gab es wohl ein kleines Problem mit dem Kartendeck. Offensichtlich hat der Kardus vergessen, die Joker rauszunehmen. Hat er bei mir was gezeigt? Hat er aber auch eine Karte gezeigt? Nee, nein, hat er nicht. Also, ja, du hast nicht aufgepasst. Hast du noch zwei Joker? Ja, müssen wir neu geben. Vielleicht suchst du noch den zweiten. Also offensichtlich ein Missdeal. Da geht's schon los.
Joker im Deck, Kardus muss die Hand neu geben. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das gerade hinkriegen. Ist ja immer so im Stream, irgendwas geht immer schief, in dem Fall. Das war die beste Hand für heute wahrscheinlich. Der kleine Wind ist Der Tisch sagt, Kardus gerade noch mal kurz Bescheid und jetzt müssen wir einfach noch mal neu geben. Ich hoffe jetzt mal, wir kriegen die Action wieder zurückgesetzt. Kardus müsste jetzt eigentlich die ganzen Knöpfe wieder zurücksetzen können und dann sollte das funktionieren, dass er die Hand wieder von vorne anfängt. Es wird erstmal kontrolliert, ob auch alles am Start ist. Ah, Alena haut's Abo raus. Dankeschön. Sehr gut. Abos laufen wieder. Merkt man schon, dass wir da länger nicht gestreamt haben. Ja, und jetzt überlegt Kardus genau, was er machen soll. Genau, also lasst euch nicht irritieren von den Karten, die jetzt eingeblendet sind. Sobald die neuen Karten kommen und gelesen werden, ändern sich die und dann fangen wir die Hand einfach so an, als wäre nichts gewesen. Im Grunde ist ja auch nichts gewesen, außer einem Mistdeal. So, die Joker sind raus aus dem Spiel. Von daher können wir uns wieder auf das eigentliche Pokerspiel konzentrieren. Also, es bleibt dabei Vize mit dem Straddle. Pocahontas hat diesmal jetzt eine bessere Starthand und wird wahrscheinlich in die Hand einsteigen. Bei den Übertragungen gibt es auch immer, wir spielen, wie sagen Sie es an den Moderatoren immer? Ja, Pocahontas eröffnet hier die Hand. Auf 60, kleines Race. Das ist jetzt ärgerlich. Da fliegen die Karten. Was ich da gesehen habe. Wieso hat denn der Fahrer schon ein schwarzes Heißgetränk? Weil er. Er hat einfach höflich nachgefragt, Kevin. Heckmann, das bin ich. Ich muss mal kurz rein. Ja, das reicht schon. Geht in Deckung, ich bin da. Heckmann. Super. Check. Ich hab schon eigene Jingles. Sorry, ich muss noch mal kurz Problem machen. Achtung, Heckmann. Du hast einen Hitman gecallt, Pre-Flop. Oh, das hat aber gefoldet. Ach, Hitman, aber so lange nicht Heckmann. Hitman, nicht Heckmann. Hitman. Komm nicht so weit zurück, ja. Manchmal. Achtung, Heckmann. Heckmann, fold, call, fold, fold, call. Ob wir heute doch mal richtig spielen? Ja, so, ich glaube, jetzt hat das langsam im Griff. Die ersten Hände sind immer ein bisschen holprig, also kleine Entschuldigung dafür. Ist auch ein bisschen trubelig, die erste Hand. Der Tisch ist gut gelaunt und da ist die Stimmung ein bisschen hochgekocht. Kardus hat jetzt einen Hitman wieder rausgefoldet und jetzt stimmt's endlich. Also, schauen wir uns die Hand an. Flop kommt runter, 10-10-7. Aha, interessant. Vize mit dem Treffer, Pocahontas mit dem Open-Ender. Am Turn trifft jetzt die Pocahontas. Macht die bessere Hand. Und Supervic macht hier den Backdoor-Flush-Draw. Interessant. Ist der River interessant? Ah, da kommt die Dame für den Supervic. Spannende Karte. Vize spielt hier an von vorne. Sehr interessant. 2,75 ist die Bet. Gefoldet und Supervic wird auf alle Fälle callen. Ja, überlegt sogar. Interessant. Ja, doch eine Bet, die den Victor hier überlegen lässt. Im Normalfall für den Victor eigentlich ein Standard-Call, gerade so früh in der Runde und ich glaube auch nicht, dass er hier folden wird. Ja, macht hier den Call und Vize zeigt die 7. Also gar nichts. Ja, Victor ist besser. Überragend gespielt. Ja, gut, ich habe noch einen Flush-Draw. Ja, hat er recht, der Victor. Überragend gespielt, vielleicht nicht, aber die Hand spielt sich dann von allein bei den Odds. Der Orbit vorbei. Ja, ist er jetzt hier. Und Turn Kräuter hier und. Der wird nicht weitergereicht. Das kann noch Stunden dauern, bis der Orbit rum ist. Macht hier die Dame am River.
So, aus irgendeinem Grund haben wir jetzt ein Problem. Die Kamera an sich für die Sequenz zwischen den Händen funktioniert nicht. Normal haben wir immer so eine Dielen-Einblendung, wer den letzten Pott gezogen hat. Aus irgendeinem Grund funktioniert die heute nicht. Ich weiß es nicht. Das heißt, ich muss es immer manuell umschalten. Haben wir leider nicht diese kleine Zwischenanzeige, aber damit müssen wir jetzt heute leben. Ich zeige euch dann immer die totale. Ist heute leider so. Seit wann gibt es Kaffee beim Carlos? Also vor dem Stream hatten wir noch reichlich Zeit. Kann ich ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass ein Spieler ein bisschen später dran war, weil er noch die Wäsche auf- oder abhängen musste, der jetzt sehr nah hier wohnt beim Carlos. Deswegen hatten wir einfach noch Zeit, einen Kaffee vorher zu kochen. Sonst hätten wir schon ein bisschen früher angefangen. Also von daher ausnahmsweise gab es mal ein Käffchen vorneweg. Okay, Hand Nummer 3. Brahma Rune eröffnet hier. Suited Connector, Hitman calls. King Queen, auch eine Hand, die man raisen kann. Super Big mit dem Call und Pfeifenwix mit dem Call. Board kommt runter. Ass 7-4, interessant. 2 Karo. Natürlich eine Bombe hier für Maroon. Ja, auch mit der Conti-Bet. 1,75 in 3,15. Kriegt hier zwei schnelle Folds oder Pfeifenwix, überlegt noch. Nee, foldet auch. Also 6 hoch gewinnt die Hand. Ja, nice Hand. Nice Hand hier von Maroon. Macht er hier gut. Ja, ich guck da mal nach der Hand, nach dieser Einstellung, dass wir diese, oder bei der nächsten Statistikpause gucke ich mal, dass wir die Einstellung kurz fixen, dass wir wieder die Dielen-Einblendung haben mit dem letzten Pot. Was wir heute auf alle Fälle anders machen, sind mehrere Dinge. Zum einen haben wir nochmal unsere Kamera-Setups überarbeitet, dass die Kameras ein bisschen einheitlicher sind vom Bild. Ich hoffe, das sieht man heute auch. Helligkeitswerte, Kontraste und so. Das müsste heute alles besser sein. Die Farben habe ich neu eingestellt, Weißabgleich. Sieht alles klarer aus. Und wir werden es heute so machen, dass wir nach jedem Orbit die Statistiken einblenden. Dass wir einfach ein einheitliches System haben. Das heißt, Hand Nummer 8 gibt Stats, Hand Nummer 16 gibt Stats. Könnt ihr euch schon mal dran orientieren. Immer wenn der Hitman, der Mann im blauen Kapuzenpulli, dran ist, gibt es Stats. Letzter Spieltag, oder? Das Tragische ist... Das Tragische ist, ich würde Leverkusen die perfekte Saison wünschen. Ohne Niederlage. Aber sie werden in Freiburg verlieren. So, Farao, 75. Also war, jedes Mal, wenn ich im Stadion war... also nee, du musst mit mir zusammen im Stadion sein. Immer wenn ich im Stadion war, wenn Leverkusen gespielt hat, mindestens ein Unentschieden. Ja, letztes Mal haben wir uns ja noch getroffen. So, jetzt eine interessante Konstellation. Pharao hier nur mit dem Call Preflop mit den Queens. Und Sport kommt runter 9-9-5. Zwei Spieler treffen die 5. Maroon mit der Conti-Bet. Hat er gesagt, er will heute aggressiv spielen. Ist auf dem Flop auch sicherlich eine Konstellation, da kann man eine Conti-Bet anbringen. Unwahrscheinlich, dass da jemand getroffen hat. Kriegt hier einen Raise von Pfeifenwix. Was ist das für ein Play? Interessant. Min-Raise auf 3 und jetzt ist Pharao an der Reihe. Der Fallensteller reibt sich schon die Hände. Ich werde absolut pro SC sein. Ich habe ja auch Bayern gesagt. Nee, ich sage ja, an dem Spiel bin ich absolut SC. Ja. Pharao nur mit dem Call hier. Bleibt weiter dabei. Er will die Fallen stellen. Und Maroon schmeißt weg, diszipliniert an der Stelle. Jetzt haben wir nur noch den Hitman mit seinem Treffer, mit der 5. Ja, der steht jetzt irgendwo im Nirgendwo und weiß nicht, was er machen soll. Kriegt aber natürlich super Odds. Und callt hier.
So, und jetzt brauchen wir einen spannenden Turn. Also was ich mir noch, wenn wir bei Wünsch gehen. Auf was raus, Carlos? Na, die 2 ist jetzt leider so überhaupt gar nicht spannend. Echt? Ja? Ich bin checked. Pfeifenwegs bleibt weiter auf dem Gaspedal. Ach so, okay. Dann können wir den anmachen. Hat jetzt eigentlich auch gar keinen Spielraum mehr bei seinem Stack. Der ist eigentlich ein Kontrollmonitor für den da. Nicht für uns, dass wir gucken, der müssen wir nicht drauf gucken. Schauen wir mal. Ich meine, man kann ja sowieso, ob ich die Karten eingelesen habe. Ja, du kannst das sowieso, sag ich euch. Du kannst ja sowieso Podgröße und so alles. Ah, servus, vielen Dank an Marc Gork. Servus, grüß euch Leute, schön, dass ihr da seid bei Black Forest Poker. Seht ihr mal ein anderes Live-Poker hier aus dem Wohnzimmer bei uns. Grüß euch, ich bin der Holger. Salute. Da sind wir wieder oben aufs Game, wir sind gerade noch in einer spannenden Hand. Pfeifenwegs findet hier noch am Turn noch eine kleine Bet, unfassbar. Bei dem Reststack. Und Pharaos Falle geht auf oder geht nicht auf? Ich glaube, die geht auf. Weiß schon gleich. Schon geantwortet, ja. Ja, da kommt das Raise all in. Pharao stellt's rein und Pfeifenwegs kann jetzt nicht mehr raus aus der Hand. Den Rest muss er auch noch callen, den jämmerlichen Rest. Da hat er sich schön reingeritten. All in und call. Also, schauen wir mal, ob der River noch irgendeine Veränderung bringt, aber ich glaube, die Messe ist gelesen an der Stelle. Pharao wird den Pot mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ziehen. Ja, und die 7 blank. Also, River geht an Pharao. Ganz sicherer Pot, Daumen hoch. Sehr gut. Ja, nice hand. Erstmal herzlich willkommen an die, die gerade rübergekommen sind, von Marc Gork. Willkommen bei Black Forest Poker, bei unserem kleinen Livestream-Projekt aus Freiburg. Wir spielen im Wohnzimmer Poker und übertragen das. Also wenn ihr Bock habt, bleibt hier und guckt zu. Runde hat gerade angefangen, Hand Nummer 5 ist gespielt. Ist eine spaßige Runde. Lose Action, sage ich mal. Homegame, Cashgame, NL10. Wird Spaß machen. Guckt einfach zu, bleibt dabei. So, Cash & Bar muss jetzt gerade noch kurz den Rebuy machen für den Pfeifenwegs nach seiner, sagen wir mal, ambitionierten Hand mit seinem Fünfer-Treffer hat er da versucht, den Pot klar zu machen, aber natürlich keine Chance gegen die Damen. So, gucken wir mal, was die nächste Hand bringt. Ja, weil so einer, denke ich, spielt 9-10 oder... Pfeifenwegs mit dem Rebuy hier. Wieder am Start. Genau. 3 Hände spielen wir noch, dann machen wir den ersten Chip-Count bzw. Zwischenstand. Dann sehen wir mal, wie die Runde steht. Ich glaube, der Matze hat seine weg. Ich habe halt wieder Klaus gespielt. Das hast du 9-2, hast gedacht, der Kicker macht. Blendet euch mal kurz das Line-Up ein. Da seht ihr die ganzen Spieler von uns. Pfeifenwegs auf der 1, Pharao auf der 2. Ah, jetzt hat es der Carlos schon weitergedrückt. Machen wir nach der Hand weiter. 5-2, ne? So einfach, so will ich nicht gewinnen. So, da ist offensichtlich viel Gemüse unterwegs. Pfeifenwegs mit seinen One-Gap-Connectern hier eröffnet die Hand. Nach dem All-In natürlich ordentlich angefressen. Gleich 75 eröffnet. Und Pharao callt ihn. Ass 8 offsuited. Natürlich spannend, dass die beiden gleich wieder eine Hand spielen. Mal alleine, mal gar keiner. Wir haben ja insgesamt 3 Karten. Ich habe Pharao mit dem Treffer hier. Pfeifenwegs ordentlich angefressen von dem Stack, den er gerade verloren hat, wird natürlich weiter betten, wie ich ihn kenne. 1,50 ist die Conti-Bet. Schneller Call hier. Ja, die 2 ist eine Blank. Gucken wir mal, ob Pfeifenwegs weiter am Gaspedal bleibt. Drei. Okay, das ist eine ordentliche Bet. Die wird dem Pharao hier auf alle Fälle zu denken geben. Ja, wie ich den Pharao kenne, der wird hier callen. Der lässt ihn nämlich nicht gern bluffen. Pharao ist auf alle Fälle ein Spieler, der gerne callt. Ja, nimmt die Chips schon in die Hand. Und raced sogar. Was ist das für ein Play? Schneller Fold hier von Pfeifenwegs. Läuft's aber. Ja, interessantes Play hier.
vom Pharao. Tschüss, danke schön. Kaffee getrunken, Schluss gemacht. Ja. Also interessantes Play hier von Pharao mit dem Min-Race am Turn mit seinem Treffer, mit dem Mittelpair mit der 8. Und Alena haut einen Gruß raus an den Tisch. Unser interaktives Feature. Hallo, Alena. Hallo. 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 Die Kamera hier. Hallo. Genau. Trink noch ein bisschen Tee, bitte, damit deine Stimme bald wieder besser ist. Ja, die muss leider heute zu Hause bleiben. Hätte vielleicht auch mitgespielt, ist aber auch erkrankt wie so viele. Ja, heute sind uns leider 4 Spieler spontan abgesprungen. Deswegen haben wir die Runde heiß gestrickt und quasi in letzter Sekunde fertig gekriegt. Pharao ist noch eingesprungen, extra mit dem Auto angereist. Halbe Stunde Anfahrt. Aber wir haben den Tisch voll gekriegt. Nichts unversucht gelassen. So, jetzt könnte sie nur noch der Cash in Bar ein bisschen mehr anstrengen, hier mal ein paar gute Starthände raushauen, dass wir auch mal ein bisschen Action am Pokertisch sehen. Kevin im Smallblind hier. Gucken wir mal, ob er verteidigt gegen Supervic. Er hat auf 60 geraced. Kevin called und Maroon schmeißt die Student-Karten weg, interessant. Ich glaube, das denken ja auch von den SC-Fans. Ja, es war nicht so. Ich hab doch gedacht, wir waren 3 da. Junge 6, 4. Super Weg mit dem Treffer. Kein sehr freundlicher Empfang. 1,15 Euro. Das war der nicht. Aha. Fast Pot-Size hier, die Conti-Bet. Ja, und ich glaube, der Kevin, der riecht schon den Braten, dass der Super Weg hier nicht besonders stark ist. Crawlt hier. Turn ist die 8. Kevin wieder mit dem Check. Ein Vizetitel muss er her, ne? Super Weg, Check behind. Ist wohl auch nicht so ganz geheuer. Muss er noch Luft nach oben. Ja, eben, genau. Das Ass am River wird ihm aber ein bisschen mehr Sicherheit geben. Ja, gefällt dem Kevin hier offensichtlich nicht so richtig, wenn ich seine Mimik richtig deute. Könnte er aber hier gut zum Bluffen nutzen. Ja, den kennt er. Also Benny, Gruß ist durchgesagt worden, aber ich glaube, der Kevin ist gerade konzentriert. Da kann der gerade nicht winken. Ja. Der Benny vom Call of Duty ist das. Ah, Call of Duty. Der Polizist spielt hier. Ja. Der Polizist macht Benutzung. Was macht Kevin nicht? Der erste Orbit dauert. Ja, Kevin ist dran. Ich schalte mal die Kamera um, da sieht man den Kevin mal ein bisschen mehr vom Profil. Auch wenn man seine Gedanken nicht so ganz nachvollziehen kann. Kevin ist ja eh ein Spieler, der immer gern nachdenkt und reichlich und lange nachdenkt. Und der will hier auch ein Play auspacken. Und man hat einen Superweg schon gesehen, der grinst sich schon ein. Der wartet nur drauf. Wird wahrscheinlich Insta-Raisen oder All-In gehen, wie ich ihn kenne. King hoch flach. Nee, Superweg, Insta-Call. Kein Raise mehr. Oh, interessant. Ja, da hat er Angst vor dem Flush offensichtlich. Ja. Genau. Ja, Kevin schüttelt den Kopf, hat die Hand verloren, kannst du nichts machen. Gegen Tupia kriegst du immer einen Call. Ja, aber er hat es versucht. Also, Kevin ist heute auf alle Fälle motiviert und engagiert und ich glaube, der will heute auch wieder was raushauen. Ist ja eh unser Streamspieler Nummer 1, der hier performen will und will seinem Ruf natürlich auch alle Ehre machen und will die Plays hier raushauen. Oh, es gibt ein Problem. Also, ich muss mal ganz kurz rein an den Tisch und mal nach dem Rechten gucken. Dann schauen wir mal, was da los ist. Bis gleich. Schnarrenberger.
mal am Button irgendwie da einigermaßen gute Hand hatte. Sehr auffallend. Und da, immer wenn ich Button hab, weißt du, denkst du dann so, ah, gute Position, guck ich mal runter, dann gehst du so 3-7, ja. Okay, Floorman-Einsatz war unnötig, aber ich konnte immerhin dem Pfeifenwix ein Kaltgetränk bringen. Kühles Waldhaus, immer gut. Werde ich mir auch gleich mal gönnen. Aber ich gucke mir erst die Hand an. Die scheint ja interessant zu sein. Hitman hier mit dem Open Race. Superwick mit dem Call, okay. Sehr loser Call hier mit 4-3. Hitman hat auch keinen großen Stack mehr. Nur noch 50 Big Blinds. Knapp. Oh, und floppt hier natürlich überragend gut. Uns reicht schon, dass er in die Chips greift. Superwick foldet sofort. Ja, aber für die Statistik. Bei drei Overcards. Für die Statistik, genau. Ja, Superwick ist ja eh ein sehr Loser-Spieler. Werdet ihr auf alle Fälle noch mitkriegen oder sehen. Der spielt sehr viele Hände Preflop. Ich würde mal sagen, so Richtung 70% auf alle Fälle über den Abend verteilt. Der schaut sich eigentlich im Grunde jeden Flop an. Ne? Also 4-3 ideal. Dass er da gar nichts trifft, ein bisschen schade, weil er dann halt auch weiterspielt. Ne? Und auf alle Fälle ein sehr guter, streamtauglicher Spieler für uns. Immer gut, wenn er am Tisch sitzt, immer gut für die Action. Kappelt sich immer ein bisschen mit dem Kevin. Die haben so eine kleine, ja, Fehde würde ich nicht sagen, aber die haben so eine kleine Rivalität laufen. Ist immer ganz gut und immer ganz schön anzusehen, wenn die beiden aufeinander treffen. Also Hand Nummer 8. Dann schauen wir mal kurz in die Stats rein, wie die Spieler stehen. Also Pharao eröffnet mit 75. Pocahontas mit dem Call. Hitman mit dem Pocket und Superwick wird natürlich auch den Big Blind verteidigen, ist doch klar. 9-7 ist gut genug. 4 Spieler. Guter Flop für Pocahontas. Hitman von vorne mit dem kleinen Paar. Donkt hier mal rein. Alles falsch gemacht bis jetzt. Pharao called hier. Naja. Ah, der Mengus mit dem Abo. Merci, dankeschön. Liegt da wahrscheinlich schön auf der Couch. Sehr gut. Okay, Pocahontas hier mit dem kleinen Race auf 2,30. Gutschein für Wett, schießt mich tot. Dann habe ich mich angemeldet und habe, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, grundsätzlich sehr kleine Setzgröße. In dem speziellen Fall natürlich gut, weil die Gegner halt nicht stark sind, aber kann man eigentlich auch schon größer raisen. Guck mal, was der Hitman draus macht. Hitman mit dem Call, interessant. Wahrscheinlich willst du die Hose. Pharao wird folden, so wie es aussieht, aber der kriegt natürlich die Mega-Odds. Muss hier 1,55 in 8,35 nachlegen. Ja, die Darmstadtquote war, glaube ich, enorm. Ja, gibt doch eine Maximalquote 500 oder sowas. Maximal. Weiß er auch selber. Würde auch gern weiterspielen, aber vernünftig wie er ist, findet er den Fold-Button. Junge am Turn. Ja, genau. In die Schublade gemacht. Für den Hitman dann natürlich eine weitere Overcard. Gucken wir mal, ob Pocahontas hier noch irgendwie Value generieren kann. Aber ich glaube nicht. Man kann mir nicht vorstellen, dass der Hitman die Bet jetzt hier noch bezahlt. Nee, foldet auch relativ schnell. Keine Chance hier. Pocahontas sieht den Pot. Nice Hand. Nice Hand. So, muss ich jetzt noch auf. Ja, genau. Einmal in die Dealenrunde. Gucken wir mal, ob er das hinkriegt, der Cash in Bar. Jawohl. Okay, wir schauen uns mal schnell die Stats an. Pharao hier 2 Lagen im Plus nach dem ersten Orbit, Superwick 1 Lage im Plus und beim Rest ja, ist noch nicht viel passiert, außer beim Pfeifenwix nach seinem Aggressionspot, nenne ich es doch mal.
VPIP habe ich schon angekündigt, Superweg wird ganz vorne sein heute. 62% schon, also da geht schon einiges. PFR, Maroon, genau, nach einem Orbit kannst du nicht so viel erwarten. Also von daher, alles noch im Rahmen, alles human. Wir können direkt weitermachen mit Hand Nummer 9. Gucken wir mal, ob der Cash & Bar das hinkriegt. Habe ich mir jetzt extra so eine Einblendung gemacht. Vorher hatten wir ja nur so ein Licht, dass er rot und grün hat. Dann weiß er, wann Stats sind und wann es weitergeht. Aber er hat es geschafft. Wir haben uns nochmal abgesprochen. Klappt bestens. Tipptopp. Der Strattler. Respettle? Wo? Kopf zu sagen? Also. Nee, dann nicht. Das wird man auch nicht Meister. Dann wird man auch nicht Meister. Nee. Aber jetzt raisen, weißt du? Genau. Das ist ja die Strategie dahinter. So. Stärke symbolisieren, wo keine ist. Mhm. 75. Ja, Vize ist, glaube ich, auch in Spiellaune heute. Muss ich mal kurz räuspern sogar. Eröffnet hier. Suited Cards in der EMA beim Vize ganz hoch im Kurs und auch 10-7 in dem Fall. Auch wenn er hier verpasst. Falkenwix mit dem Treffer. Bleibt seiner Taktik treu. Und bettet jeden Treffer. Und macht deine Statistik kaputt. Aber ich bringe Bier, das heißt, ich habe einen Achso. Ja, das geht ja nicht. Aber der ist ja Postflop. Ja, Vize foldet und Pfeifenwix gewinnt die Hand. Herzlichen Glückwunsch, Pfeifenwix. Ja, macht das sehr gut. Was mich jetzt noch ein bisschen fragend hinterlässt oder zurücklässt, warum unsere Automation nicht funktioniert, dass wir da die Übergangsanimation zwischen den Händen kriegen. Wie immer, eins der Dinge, wenn du Software-Updates machst, funktioniert irgendein Feature nicht von unserem Stream. Heute ist es leider so, damit müssen wir leben. Dann gibt es halt immer nur eine kurze Ansicht vom Tisch. Leider keine schöne Animation, wer den letzten Pot gewonnen hat. Müssen wir heute mal mit leben. Negativ. So. Vize aber weiter am Straddeln und Pocahontas hier mit Queen 10. Mal schauen, wie viel Prozent. PFR 0. Ja. Das ist er. Nee, also am Ende der Session habe ich meistens so 2,4 oder. Zeig es einfach mal. Dann habe ich es egal. 0. Er raced hier auf 80 den Straddle vom Vize. Superweg am Button mit dem Call. Ein Pharao in Spiellaune und mit Chips. Guck mal, ob der eine 3-Bet auspackt, aber sieht auch nur nach einem Call aus. Pharao ist nicht so der aggressivste Spieler, aber auf alle Fälle einer, der viele Hände spielen will. Okay, also 4 Spieler. Hitman auch in der Hand mit 10-5. Der will wahrscheinlich seine Restlage da irgendwie noch unterbringen. Okay, Pharao mit dem Treffer. Als erstes. Nö. Aber heute nicht. Aber RBE ist halt auch schlecht eigentlich. Dieses Jahr. Keine Kontinuität drin in dem Spiel. Er checkt. Pocahontas. Ja, die haben halt. Checkt auch. Superslide verloren und Kumpen verloren. Der Einzige, der wirklich getroffen hat hier, Superweg. Das sind ja schon ein paar so, die wichtig waren für Spiel. Jetzt haben sie halt 1,20, ja, finde ich auch ganz gut, die Bettgröße. Hält gerade so Hände wie die vom Pharao und von der Pocahontas drin. Pocahontas wird ja auch gute Odds kriegen und wird wahrscheinlich auch kommen mit ihrem Gutshot. Ja, nochmal Kartenkontrolle. Nee, foldet. Oh, schneller Fold. Hitman sowieso. Hat völlig verpasst. Oh, und da wäre der König gekommen für Pocahontas. Da wäre der König gekommen. Ja. Guckt sie kurz der Kamera hoch, weiß sie genau, das wäre es gewesen. Oh,
Das wäre die Money Card gewesen, du. Pharao macht super. Du musst aber ein Warning geben, oder? Nein, du musst vorher sagen. Weil du machst, guckst mich an und machst einen nach dem anderen rein. So nach dem Motto, wann reagierst du? Du wirst bei jedem Pokertisch normalerweise gleich nach Hause geschickt. Kann ich machen. Also, du kannst das machen, wenn du sagst Race. Wenn du sagst Race, dann kannst du... Ja, bitte. Kurze Diskussion wegen einem möglichen Stringbet, aber ich glaube, war noch alles im Rahmen bei unserem Game. Okay, 9 ist eine Blank. Wir gucken uns das mal an, was der Pharao so treibt. Ich habe nur gedacht, so, hä? Der Pharao hört sich das jetzt ganz entspannt an und überlegt sich, wie viel er noch setzen kann, wie viel er noch kriegt von dem. Also der hat schon so... Ein super Gesichtsausdruck drauf. Weltklasse. Wir sind ja nicht bei dieser Spießertruppe von SAS. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Du bist wieder dran. Jetzt bin ich gespannt, was der Pharao draus macht. Spieler und Spießer. Sehr gut. Spieler und Spießer. Am besten ist es tatsächlich immer, wenn du immer sagst, was du machst, weil dann kann ich auch gut reingehen. Wir sind auch international am Ende in der Mitte. Er fehlt natürlich genau die Größe, die ich zahlen muss. Du hast Tupac wahrscheinlich. Jawohl. Ja, Victor analysiert es hier auch ganz gut. Und er kriegt den Call. Nice Hand hier vom Pharao. Weltklasse. Zeigt hier Tupac. Ja, ja. Gute Setzgröße. Ja. Willst du was zeigen? Nice Hand. Hat dann, hat dann schön abgekocht den Super Vic. Tipptopp, tipptopp. Ja, so kann man es machen am Pokertisch. Sich die Gegner ausgucken, den einfach reden lassen, mal ein bisschen kommen lassen und dann schön die Chips setzen. Perfekt, Pharao. Richtig gut, nice hand. Gibt ein Sonderlob hier in der Hand. Hat er richtig gut gemacht. Genau, Victor hat hier moniert eine vermeintliche Stringbet, also für die, die nicht wissen, was das ist. Eine Bet, wo man einen Chip nach dem anderen setzt und immer guckt zwischendurch, wie der Gegner reagiert. Ist nicht erlaubt im Pokern. In so einer Spaß-Homegame-Runde sieht man das nicht so eng. Wenn er da, wenn er das macht, dann sagt man halt so, mach das bitte in einem Rutsch. Und er hat es, glaube ich, auch verstanden, dass man das nicht machen sollte, aber ist auch jetzt nicht wirklich schlimm in so einer Runde. Genau, Menge schreibt es hier perfekt ausgezutzelt und so kann man es sagen. Schön, schön gemolken in der Situation. Hat er gut gemacht. Starke Hand auf alle Fälle. Ja, so kann man spielen. Bleib doch einfach bei deinem üblichen Muster. Reinschieben und nichts rausholen. Bleib bei deinem Muster. So, schmolzt einen noch, Pharao? Ja, klar. Alles gut. Lisa, brauchst du nicht hochmachen? Der Komplex ist wichtig, ich bin überfordert. Oder was wolltest du? Straddle? Ich habe mich nur gerade gewundert, ich dachte, ich. Ja, passt. Alles gut, ja, passt. Ach, deswegen, ja, er war so ein Straddle, deswegen bin ich dort. Ja, alles ich helfe dir. Ja, diesmal foldet Pocahontas. Kevin auch noch relativ tight unterwegs, aber hat auch noch keine Starthände gehabt. Nur bei SAS. Du guckst mich an. Nein, ich kann nicht bei SAS. Du guckst doch in Vegas genau. Der geht nicht raus. Du guckst ja in dem Moment. Der geht nicht raus. Natürlich, schmeißt beide raus. Also die Diskussion brandet noch immer hoch wegen dieser Springbett. Es wäre nicht schlimm, wenn du quasi auf den Tisch geguckt hättest. Dann hättest du gesagt, okay, aber du guckst den Gegenspieler an. Kannst du ihm jetzt mal zuhören? Er erklärt gerade eine Regel. Spiel doch endlich. Und ich glaube, den Pharao interessiert es einfach überhaupt nicht. Der lacht und grinst nur. Weltklasse. Weltklasse. Alles klar. Wir müssen doch die Hände aufnehmen. Oh Mann. Ich habe schon vergessen, was ich habe. Ich werde es nicht mit dem Schnitt dieses Mal. Ich wollte eine gelbe Karte, bitte. Was soll denn das mit dem Schnitt? So, Pharao spricht. Also, zurück zur Poker-Action. Wir haben 5 Spieler. Flop ist Junge 6-6. Und ja, im Grunde alle verpassen, bis auf Pharao. Der checkt hier wieder, der alte Fallensteller. Und da kommt noch eine 6. Gucken mal, ob er langsam anfängt zu setzen. Aber es gibt halt auch einfach noch keinen Gegner, der irgendwas getroffen haben könnte. Pharao überlegt auch immer gern gründlich, was er machen soll. Setzt hier vierfachen Pot. Ist jetzt vielleicht nicht die ideale Strategie, um einen Call zu kriegen. Ja.
aber den Pott wollte er wohl haben. Ja, Pharao auf alle Fälle ein lustiger Spieler, gern gesehen am Tisch, hat schon einmal mitgespielt, einmal, zweimal, weiß ich jetzt gar nicht. Da hat er aber sehr ähnlich gespielt. Ne? Also nimmt sich immer seine Zeit, guckt, was macht er, was liegt im Pott, was kann ich machen. Und auch dieses Setzen, dass er immer einen Chip nach dem anderen so hinlegt, das macht er einfach. Ist nicht bös gemeint, der will da keinen irgendwie reinreiten oder irgendwie versuchen, reinzureiten oder Reaktionen rauszulocken. Der spielt einfach so, der hat da Spaß dran. Für den geht es um das Spielen an sich. Ist ein guter auf alle Fälle, der Pharao. Macht Spaß. Oh, habt ihr das gesehen? Es ging gerade kurz die Animation. Aus welchen Gründen auch immer hat sie funktioniert. Computer sind ein Mysterium. So, jetzt kommen doch langsam mal so Starthände hier ins Spiel. Kevin im Straddle hier mit 87 Utet. Ich bin Colt und Pfeifenwegs mit einem Raise Preflop. Auch ganz ungewohntes Vergnügen hier. Ace Queen off. War gerade so an der Grenze. Pharao am Button. Schon gut im Plus und er will ja spielen. Da foldet er. Oh, hätte ich nicht gedacht. So ein Tuffel sein Lieblingswert. Wie sagt er mittlerweile XG? Der XG-Wert war wieder extrem gut für uns. Aber wir haben die Tore. Was war das jetzt? Was für ein Alarm? Pocahontas mit dem Call mit den Suited-Karten und Kevin stellt direkt rein, will hier die Dead Money eigentlich klar machen, aber löst damit einen Schneeballeffekt aus. Der nächste Small Stack, Hitman, stellt auch rein und Pfeifenwix wird natürlich mitspielen, lässt es sich nicht nehmen. Und jetzt gucken wir mal. Was macht Pocahontas? Die guckt sich jetzt den Tisch an, sieht einen Haufen Chips auf dem Tisch und kriegt natürlich super Odds mit Suited Cards. Und muss jetzt. Muss hier jetzt überlegen. Guckt sich die Karten nochmal an. Jawohl, sehr gut, Pocahontas. Callt ja auch, nice. Also, vier Spieler all in. Das hat man auch selten. Ist ja einer besser wie der. Ganz starke Karten unterwegs. Ganz starke Karten unterwegs. Pfeifenwix nimmt auch schon mal einen tiefen Schluck aus der Pulle. Ja. Gut. Cash und Bar sortiert das Geschehen. Er hat angefangen, mich. Gut, Heckmann ist drin, also einmal. So bei 7-8 ist ein schöner Abend. Also einmal wird gedealt. Hau raus, Carlos. Oh, da ist das Ass. Und zwei Karos hier für Kevin. Da ist das Karo hier für Kevin. Und der macht damit den Pot klar. Alle drawing dead schon. Kevin zieht den Pot. Nice Hand. Und er freut sich. Das ist die schlechteste Hand. Zweitschlechteste Hand. Nice Hand, Kevin. So, du gewinnst 13,70. Nice Hand. Und Pfeifenwix kriegt den Sideport hier an der Stelle. Genau, also Cash and Bar räumt hier kurz auf. In der Hand ein bisschen untergegangen ist jetzt das geschenkte Abo von Menges. Menges, sehr gut, danke. Hast immer noch welche aufgeladen. Guter Mann. Geschenktes Abo hier an wen ist denn rausgegangen? An Martin W80. Sehr gut. Dankeschön. Ja, Kevin zieht hier den Pot. Vierfach All-In, also nice hier für Kevin. Pfeifenwix weiß zwar noch nicht so ganz genau, wie das alles jetzt zusammenhängt, aber der Cash and Bar wird es schon regulieren. Und ich hoffe mal, dass die Splitpot-Abrechnung jetzt gepasst hat. Da hat man mit unserer Software noch ein bisschen ein Problem, dass die falsch berechnet wurde. In dem Fall hat Kevin, glaube ich, alles gewonnen und Pfeifenwix den Sidepot müsste eigentlich jetzt stimmen. Hitman hatte ganz wenig. Hatten wir immer, dass der zweite Verlierer dann irgendwie den Sidepot gewonnen hat. Das müsste aber jetzt in der Konstellation passen. Hoffe ich doch zumindest. Genau. Ja, sehr gut, Menges. Als Aufladen, ne? Ja, Benny weiß ja auch, wie das geht, ne? Immer draufdrücken. Alles fürs Projekt, genau. Wer hat ja die Grünen dann gemacht von
Genau, ist auch gut fürs Projekt. Dann können wir nämlich wieder die nächsten guten Camps angehen. Ist bei uns auch schon wieder geplant, dass wir neue Camps anschaffen von den Spenden, die wir zuletzt gekriegt haben. Was ist das für ein Emoji? Ja, extra für dich, Menge. Das habe ich extra für dich gemacht, das Dollar-Emoji als Top-Donator. Ist doch klar, kriegst du ein extra Emoji. Das kannst auch, glaube ich, nur du und der Kevin, glaube ich, nur ihr könnt das machen. Alle, die mehr als 5000 Bits gecheert haben. Extra, Menge, ist doch klar. Für unsere Top-Supporter gibt es auch Top-Emojis. Na? Kümmere mich doch um den Stream. Wahnsinn, ne? Alles gemacht? Das mache ich, wenn ich daheim sitze am PC. So Sachen, ne? Also, weiß Bescheid, ne? Genau, also nochmal kurz zurück zu unseren Camps. Diese Kamera hier, die haben wir ja zuletzt angeschafft. Holger, das ist der Fehler von letztem Mal mit den unterschiedlichen Chip-Stacks bei einem All-In, aber das wissen wir ja. Wie viel hast du, Lisa? Ah ja, genau, jetzt gibt es nochmal einen ganz kurzen Chip-Count. Das, was ich gerade gesagt habe, die Abrechnung hat nicht 100% gestimmt, die müssen jetzt nochmal ganz kurz einen Chip-Count machen. Gibt mir aber Gelegenheit, hier nochmal über die Kameras zu sprechen. Eben, das ist jetzt unsere, da muss ich hinzeigen, das ist jetzt unsere neue beste Cam, eine neue Sony, die wir uns geholt haben. Die macht auch mit Abstand das beste Bild. Sieht man hier klar, also am schärfsten, am fokussiertesten, kann man sagen. Die anderen Sonys, die wir haben, die sind eine Modellreihe unten drunter, dementsprechend nicht ganz so gutes Bild. Und wir wollen jetzt nach und nach eben umstellen auf das Kameramodell, dass wir dann ein einheitliches Bild haben. Genau, alles mit viel Aufwand verbunden. Ich habe ja da auch ein YouTube-Video zu gemacht und werde auch noch mehrere YouTube-Videos dazu machen und produzieren. Und dann verfolgen wir das einfach in Zukunft, wie das weiterläuft. Genau. Carlos hat jetzt, glaube ich, das Chip-Chaos sortiert in der Zwischenzeit. Ich denke nicht, dass ich irgendwas machen muss, sonst hätte er ja gesagt, dass ich reinkommen muss. Hat er nicht. Also von daher gehe ich von aus, dass das jetzt klar geht. Werde aber trotzdem gleich mal einen Kontrollgang machen. Und stelle euch mal um aufs Game und auf den Automodus. Und dann hoffen wir mal, dass das alles klar geht. Gut, also ich gehe mal kurz rein und frage nach dem Rechten, ja? Ja, hab mich voll aufgewacht, sehr gut. Top. So lange schon keine Hand gehabt, ich muss jetzt einfach die Hand unter sein. Sehr gut jetzt. Hallo, Holger. Hallo. Das ist ja die Bestätigung, dass es dann der Fehler ist. Ja, genau. Der die Hand ist auch. Aber ihr habt jetzt kurz eine Schippe. Alles, Carlos hat alles gemacht. Nach dem zweiten Chip-Count muss ich nochmal ganz kurz auf den PC was machen, dann komme ich hier kurz rein. Was heißt nach dem zweiten Chip-Count? Nach dem zweiten Standings. Achso, Standings. So, 75 Pharao? Ich nehme so einen Booster. Und nicht ein silbernes Waldhaus. Ein alkoholfreies Waldhaus. Drei Sachen. All in. 305. Ja, jetzt nicht schon wieder so eine. Ich hätte gern Bock. Ja, das ist Bock. Muss ich sagen. Aber ich habe da noch die zwei Wahnsinnigen hinten dran. Das stimmt. Gibt es Zuschauer? Ja. Ja, Lena. Benni unterstrich. Ah, Benni abgenutzt. Benni hat's genutzt. Ich habe Benni vorhin gar nicht Hallo gesagt, weil ich ihn da war. Hallo Benni. Komm, Schmidt, oder was machst du? Hallo. Ich gehe mit ihm. Okay, die Kamera ist das. Ich weiß gar nicht, wo ist die Kamera? Die passt hier rein, oder? Ja, Frau 5, was ist die? Frau ist dann 5 Cent. Ja, aber vorhin war die ist die, oder? Ja. Die ist die, ja. Die schreit aber auch immer hin und her. Ah, ja. 305, ja. Also 3,5 musste kommen insgesamt. Und für eine Erhöhung musst du gar nichts. Also 2,3 sind mehr als 3,05, also 5,3,5. Ja, wenn du jetzt nicht zahlst, dann wirst du geschlagen. So, da bin ich wieder zurück am Moderationsplatz. Da ist mal einmal kurz drin und dann geht's schon rund. Gelbe Karte. Was ist denn da jetzt alles passiert? Also Fies ist Preflop All-In, so wie ich das sehe hier. Reifenwix hat gecallt und Pharao überlegt hier. Hat eigentlich auch eine gute Hand hier.
bei der kleinen Bett und den Orts. Holt jetzt auch so ungern der Pharao, ne? Habe ich ja vielleicht schon erwähnt. Ja, holtet hier. Alles klar, also. Pfeifenwegs gegen Vize, all in und call. Dominier ihn! Yes, baby! Und Vize ist vorne, freut sich hier. Ich hab Junge 3. Also Vize ist richtig on fire heute, sehr gut. König, König 5. Also noch nicht so viel. Ich sehe das Oh, Spade hier für den Pfeifenwegs. Und Spade, Runner, Runner, Flush. Nice hand, Pfeifenwix hier. Pfeifenwix zieht den Pot. Ich dominiere ihn. Nice hand, Pfeifenwix. Nice hand. Ich brauche ein bisschen Salz. Ich habe zwei Pick weggeschmissen. Ich will meinen Rebuy zurück. So spielt man Poker. Nee. Also, einen kriegt er noch der Pfeifenwix, aber nur weil er mal eine Hand gewonnen hat. Meistens ist die, wo dir gegenüber ist. Ja. Also, wo es orange leuchtet, gegenüber. Genau. Okay. Das wäre gegenüber. Ja, 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 ja. Ich habe jetzt nur gedacht, was bei dem gegenüber ist. Dieser Pfeifenwix. Da fällt mir nichts mehr ein zu diesem Typen. Also, ja, er blickt immer noch nicht, welche Kamera er jetzt gerade an ist. Ja. Oder die hier. Oder die hier. Okay, also wir haben es gesehen, Pfeifenwix geht all in und gewinnt die Hand. Ich nutze doch jetzt mal die Gelegenheit und mache mir ein Kaltgetränk auf, Bier des Tages oder Getränk des Tages. Ein Klassiker der deutschen Braukunst, Waldhaus, die Blompilz, Silber. Kann ich nur empfehlen, jedem wärmstens oder in dem Fall kältestens ans Herz legen. Das ist ein super Spruch, den habe ich mir toll überlegt. Ne? Mach ich mal auf. Und braucht man auch bei dem Pokerspiel ab und zu mal einen kalten Schluck hier aus der Hopfenkaltschale. Zum Wohle an den Chat und an die Replay-Schauer. Ah ja. Hervorragend, hervorragend. Sag ich da nur. Auf ins Spiel, Hand Nummer 14. So, machen wir meine Fratze noch weg und schauen uns mal die Karten an. Ja, genau, Menges Soundcheck habe ich auch ausgiebig gemacht. Ich hoffe, dass der Table-Sound heute auch ein bisschen angenehmer auf dem Ohr ist. Das Chip-Klackern habe ich mit dem EQ noch ein bisschen gedämpft. Diese störenden Frequenzen habe ich rausgefiltert. Sollte eigentlich jetzt angenehm auf dem Ohr sein. So war zumindest der Plan. Pharao eröffnet hier. Ist King auf einem Glatt. Vize mit dem Call, Kevin mit dem Call. Und Super Big. Callt ja auch 5 Spieler. Also, das wird spannend. Ah, dann hat es sich doch gelohnt, das Audio zu bearbeiten. Kevin checkt blind. Oh, Junge 10-5. Interessanter Flop. Kevin mit dem Check. Super Big verpasst hier komplett. Checkt auch. Pharao Check, Vize Check. Dann schauen wir uns den Turn an. Die Dame. Oh, das ist eine interessante Karte. Natürlich die Nuts hier für Pharao. Aber Kevin jetzt mit Top Pair und dem Open Ender. Setzt hier halben Pot. 205. Und Pharao jetzt hier mit ein bisschen Hollywood. Ja. 05. Denkt mir, dass die 05 machen den Ausschlag. Weil sie irritieren oder weil sie... Guck mal, wie du schon drüber nachdenkst. Weil die dich so irritieren. Habe ich dich schon da oben? Habe ich dich schon? Da? Habe ich dich erwischt? Ja, Pharao macht hier gutes Hollywood. Ja, wenn der Ass-König spielt. Oscar-reif. Aber nur dann. Ja. Aber nur ein Herz. Also der Typ ist einfach Weltklasse. Perfekt für den Stream. Und wie ich ihn kenne, wird er einen Min-Race machen. Macht er nämlich gerne? Kann ich 4-15 machen. Ja. Ah, sogar ein bisschen mehr als ein Min-Race. 15. 15. Perfektes Play, ohne zu wissen, dass die Konstellation so ideal für ihn ist. Geht's jetzt hier mit der 9?
Hat er auch einen Open-Ender? Kriegt er gesagt, kann ich 8,45 bauen. Kann sogar, hat zumindest eine Entscheidung der Jörg hier an der Stelle. 25 kann er machen. Ja. Ja, aber mehr nicht. Weniger nicht. Oder mit allem noch. Ah, nee, doch. Ja, probier noch ein bisschen. Weil ich kann mir vorstellen, nach der Action, dass er hier faltet, macht er auch. Das ist so. So, und jetzt überlegt der Kevin noch. Genau auf Ass-König setze ich dich jetzt. Perfekt. Schalte ich auch genommen. Ja, habt ihr gerade gehört? Kevin sagt, er setzt ihn auf Ass König. Ich kann nicht lügen. Mein Schweigen sagt alles. Mein Schweigen? Genau. Ja, Kevin kriegt jetzt Mega-Orts, aber wird halt schon mehr als verdächtig. Wäre natürlich der Knaller, wenn Kevin hier noch einen Fold findet. Gibt's doch gar nicht. Bei den Odds. Da muss er ja den Pharao exakt auf Ass König setzen. Ich glaube ja, dass du da so richtig stark bist. Und hoffst, dass ich noch... Ich glaube, die der Algorithmus wertet den Splitpot als Wahrscheinlichkeit, als Gewinnwahrscheinlichkeit. Hat man schon ein paar Mal. Wenn es eine Splitpot-Wahrscheinlichkeit gibt, wird die auch noch mit eingerechnet. Deswegen hat er 2%. Also das wäre ein krasser Fold-Tee. Und dann tut sich das freiwillig an. Praktisch schon wieder lustiger. Wenn ich fold und ich bin besser, dann macht mich der Holger fertig. Mhm. Das kannst du glauben, Kevin. Sonst liegt er aber auch auf dem Klo. Mexikanisch kaufen. Oh Gott, das war... Nein, warum? Kevin foldet. Und Pharao, zeigt er die Hand? Ich war echt stark. Zeigt er die Hand? Nee. Zeigt nicht die Hand. Nice Hand hier. Nice Hand. Nice Hand hier. Wenn du Ass König hast, warum raisest du dann? Nice Hand. Boah, habe ich dich in die Augen geguckt. Ja, also, richtig starke Hand hier. Pharao hier mit dem Raise und Kevin mit einem mega starken Fold. Das gibt's doch gar nicht, ja? Angst vorm Flach. Musste erst mal hinkriegen, da den Fold-Button zu drücken. Also ist ja unfassbar. Der muss ihn ja exakt auf die Straße geredet haben. Bei den Odds kann er ja eigentlich nicht folden mit dem Open-End. Das ist ja unfassbar. Also starke Hand hier von Kevin. Auch stark hier von Pharao, dass er hier den Min-Raise auspackt. Die beiden kennen sich natürlich privat oder beruflich. Also schon stark. Und bei Kevin gilt eigentlich... 14. Noch eine Stunde. Guter Schnitt, schlechter Schnitt, oder? Deswegen wundert es mich, dass der Kevin hier wirklich den Fold-Button findet, aber er schafft's. Da reden wir nicht von schlecht mehr, da reden wir von miserabel. Interessant. So, Pharao. Nächste Runde. Vor allem mit 1:5 Odds hier den Fold zu finden im Open-Ender ist halt schon krass. Aber gut, Kevin macht's. Vielleicht gibt dann Pharao auch eine wirklich starke Hand wie Tupair oder Set. Plus Ass-König. Wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, Kevin hat ihn hier auf eine sehr starke Preflop-Hand geredet, weil er Preflop geraced hat, was der Pharao ja seltenst macht. Und unter den Preflop-Race-Händen vom Pharao, die dann am Turn raisen, gibt es eigentlich nur Sets und eben Ass-König. Hat er deswegen vielleicht die Entscheidung getroffen. Ich werde ihn nachher nochmal fragen bei der Endabrechnung, was er sich dabei gedacht hat. Aber könnte der Grund sein. Was ich für Hände kriege, das hat doch schon mal funktioniert. So, wir schauen mal, was die anderen Spieler so auf den Tisch bringen. Pocahontas startet hier in die Hand. Raised auf 1,5 mit Ace Queen off. Hitman mit dem Call, Superpick mit dem Call, gleiche Hand. Machst du? So. Wieso? War nicht richtig eingelesen? Für die Fans. So. Ja, was denn? Moment.
Vorher melde ich wieder die Karten. So, vier Spieler. Flop kommt. Ace, Queen, Six. Interessant. Also zweimal Top-Pair, einmal davon sogar Two-Pair und zweimal der Cut-Shot. Vize mit Top-Pair. Setzt hier fast den ganzen Stack. Pocahontas geht direkt All-In. Und jetzt haben wir noch die zwei Spieler mit dem Gutshot. Die können hier natürlich fast nicht callen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass hier ein Call kommt. Hitman noch mit Backdoor-Flush-Möglichkeiten. Aber der reine nackte Gutshot hier, sind die Odds einfach zu schlecht. 1-3. Ja, foldet. Superweg wird auffolden. Und dann haben wir zwei Spieler übrig. Vize legt hier nach. Not for the three outs. Ah, ja. Ui. Dankbar hier für Pocahontas, dass der Vize hier das Top-Pair hat. Moment. Ich dominiere hier. Schau, was jetzt passiert. Nisa, Wandtanke. Ja. So, einmal wird gedealt. Oh, da kommt die 7. Spannung. Ja, viel zu grinst schon mal. Oh, aber die Queen macht es ganz sicher. Die Queen macht es ganz sicher. Pocahontas zieht den Pot hier. Doppelt auf. Nice Hand, Pocahontas. Falsche Kameraperspektive. Da sieht man sie und die Vize. Also schöner Doppler hier für Pocahontas. Vize muss abschenken, aber ja, wird er verkraften. Als Tabellenführer und angehender deutscher Meister kann man das wegstecken, mal eben so einen Pot zu verlieren. Haben ja vorm Pokern angesprochen, ob er schon die Meisterfeier vorbereitet hat. Da hat er gesagt, nee, macht er noch nicht. Bringt ja vielleicht Unglück oder irgendwas, aber ein Fässchen Kölsch hat er schon mal gebunkert, auf alle Fälle. Ich weiß gar nicht, ist es so lange haltbar, Kölsch? Ist es nicht so was Schnellverderbliches? Naja, also der Vize wird im Zweifelsfall nochmal ein Fass besorgen. Ist schon in absoluter vormeisterlicher Stimmung, so viel kann man sagen. Und dann irgendwann ging es so ab, so von den nicht gegebenen Elfmeter wahrscheinlich gleich mal alle. Ja, das hat so ein bisschen die Stimmung ganz so, man hat gemerkt, sie machen gerade so ein bisschen Druck und dann hat plötzlich der Funke so übergeschlagen und dann ging es voll ab, bis wirklich abpfiff. Durch die Verlängerung durchging alles nur, ging nur ab die ganze Zeit. Das war echt, echt geil. So habe ich schon lange nicht mehr erlebt. So. Gemeinsam. 6D. Ja, Hand Nummer 16, eröffnet der Vize jetzt. Kevin mit dem Call. Pharao auch mit dem Call. Superweg hier im Big Blind mit dem sehr losen Call. Ja, und da kommen die 7er, die hätte der Vize gebraucht vorhin. Vize floppt hier natürlich die Riesengranate. Aber die Gegner haben halt exakt gar nichts. Also ich glaube, wenn ich so gut floppen würde, würde ich glaube ich auch immer checken. Ist ja schon sehr schwer jetzt für den Gegner irgendwas getroffen zu haben bei der Konstellation. Da gibt es ja eigentlich nur genau der 7er, den irgendein Gegner getroffen haben müsste. Also kann man ruhig auch mal checken. Ist ja überhaupt nicht verletzlich, die Hand hier vom Vize. 7-2. Nicht F2-Taste. Nicht F2, sondern 7-2-Taste. Hoffentlich bei Steven. Aber Pharao callt tatsächlich. Das ist das Magische an den Ass, an dem Ass, nicht den Assen, an dem Ass auf der Hand. Das übt offensichtlich eine Anziehung aus. Da will der Pharao nicht folden.
was ich sagen. Da reicht ein Euro. So, und jetzt schauen wir mal. Ja, Pharao setzt. Und Vize hat leichtes Spiel. Quads hier für Vize. Ja. Aber zum Glück für Pharao hat er nur einen sehr kleinen Stack und kein großer Pot. Aber trotzdem nice. Hier, Vize mit den Quads. Nice Hand. Ja, also Vize stapelt hier die Chips auf. Alena schreibt ja gerade im Chat, Brahmaroon kommt heute nicht in die Action, dafür Pharao umso mehr. Das liegt aber auch am Pharao, der spielt halt auch einfach jede Hand. Und dann ist klar, dass man in die Action kommt. Ich zeige euch aber jetzt die Stats. Die wollten wir uns ja angucken, alle zwei Orbits. Und genauso machen wir es jetzt. Pharao, drei Lagen im Plus. Pocahontas jetzt nach dem Verdoppeln grad. Eine halbe Lage im Plus. Der Rest komplett in den roten Zahlen. Die meisten auch nicht gerade viel. Pfeifenwix eine Lage, Hitman eine Lage und Vize eine Lage, bisschen mehr. Also alles noch human. VPIP, Pharao und Supervic, die betteln sich heute um die Spitze. Ich glaube, die werden beide noch über 70 kommen. Ich habe ein gutes Gefühl. Die wollen es heute wissen. Maroon und Kevin, Pocahontas, die sind noch ein bisschen zurückhaltend, ein bisschen überlegt am Spielen. PFR ist sogar der Pfeifenwix relativ weit oben. Naja, der Abend ist noch jung. Winrate zeige ich euch auch mal. Habt ihr mal kurz einen Überblick. Pocahontas und Kevin ganz oben. Wenn sie spielen, dann gewinnen sie die Hände. Also, weiter geht's.